Leute und herzlich willkommen zu Portal 2. Ist schon wieder eine Zeit lang her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Ich glaube, wir sind jetzt hier bei Kapitel 8 oder so stehen geblieben und würde sagen, dass wir mit GLaDOS auf unserer wunderschönen Portal Gun einfach mal weitermachen. Ja. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Okay, Wheatley ist auch am Start. Der hat ja bekanntlich von GLaDOS die Funktion irgendwie übernommen und scheint ein bisschen böse zu sein. Denke ich. Ach du Scheiße. Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt. Ganz, 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 ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, die zu lösen. Okay. Weedle ist anscheinend doch verrückt geworden. Irgendwie. Okay. Komme ich hier an, durch die Wand? Ja. Wäre. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind, aber ist auch egal. So. Nebenbei kann ich ja bestimmt irgendwas erzählen. Irgendwie, dass gerade zum Beispiel bei mir die Ausbildung angefangen hat, als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Macht auf jeden Fall Spaß. Kann man zumindest so sagen. Berufsschule ist auch ganz lustig. Muss ich jetzt hier lang? Nee. Oh, nee. Okay, GLaDOS, wir lösen das Rätsel. Ja, ich wusste, du schaffst es. Oh. Hallo? Wahr, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Falsch. Nicht alle falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage also, sofort in das Gerät. Das hab ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktor. Ja, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Ach du Kacke. Und los geht's. Wie los geht's? Wheatley, du machst da wirklich was Falsches. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste. Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Okay, du testest. Ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Ich finde die Synchronstimme von Wheatley ganz cool gerade. Weiß nicht, ob ich das schon irgendwann mal gesagt habe, aber ist schon geil. Ist auch ein Aufzug, okay. Ein langsamer Aufzug. Ach du Scheiße. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Oh, ja. Gut gemacht. Das ist einmalig. Irgendwie war das jetzt ziemlich simpel. Aber ich Oh, glaube, es wird noch ein tolles schwieriger. Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann. Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Am Arsch. Los geht's, mach's einfach nochmal. Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Doppelt Tests hält sein. besser. Ah, 1 plus perfekt. 2 gleich, okay. Schöne Errungenschaft. Oh, wir können weiter, danke, Wheatley. Du Kackstück. Tja, mein Paradoxonplan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet.
das sagst, GLaDOS wird das wohl Glück sein für uns. Find's auch gut, dass wir erst gegen GLaDOS kämpfen und GLaDOS loswerden wollen. Jetzt mit GLaDOS gegen Wheatley, der eigentlich unser Freund war, irgendwie gegen ankommen müssen. Ich meine, ja gut, ne, das kann man machen. Schön, dass da gerade Wheatley Laboratories stand. Wir haben eine Chance, ihn zu finden, okay. Dann machen wir das, GLaDOS. Let's fucking go! Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Alter. Okay, da ist ein Knopf. Okay, ich gehe mal hier hoch, denke ich. Schön, dass er uns beobachtet. Kann ich hier so ein Ding machen? Dann kann ich doch... Da so. Dann bin ich doch hier drüben. Dann. Das klappt. Dann muss ich den hier runterbringen. Warte mal. Jetzt kann ich doch so bestimmt machen. Den hier mitnehmen. Hoffe ich. Komm mit. Wo bin ich jetzt? Bin ich hier richtig? Ich hoffe doch. Ja. Wie lasse ich das los? Okay, so. So, jetzt kann ich das blaue Portal... Ich denke mal... hier hinstellen. So, und das hier reinhalten. Das sollte eigentlich schon... Rätselslösung sein. Ihr beiden, ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Okay, Wheatley. Wir gehen schon mal weiter. Sofern ich jetzt hier oben irgendwo weiterkomme, ja. Gut. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Ah, okay. Jedenfalls kommen wir gerade durch. Oder so ein bisschen. Ladebalken, Ladebalken. Ich würde dir gern bei den Tests helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Ach, alles gut, GLaDOS. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ach, da hinten ist er. Okay. Ja, wie soll das funktionieren? Komme ich da ran? Okay, ja. Da komme ich ran. Oh fuck. Okay, alles gut. So, ich denke mal, wir müssen erst hier runter. Dann den hier hin. Dann okay, denke ich hier hin. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Geh da rüber. Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Okay. Ist jetzt auch nicht so schwer. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wo ich den hinploppen muss. Bleib da liegen. Hier kommt da drunter. Ja, wo muss ich hin? Ach so. Gut. Erstmal fett übersehen. Gut gemacht. Ich weiß, it was worth it.
Alles klar. Yay, nächste Stage. Aha. Vielleicht kann ich kurz was erzählen zu meinem Aufnahmeding. Okay, das ist schön. Wie ich halt aufnehme, aber ich glaube nicht, dass es jetzt was zur Sache tut, weil jetzt zurzeit kommen wir gut durch. Ich denke nicht, dass ich so viel schneiden werde. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt, völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Jedenfalls, wo auch immer ich gerade stehen geblieben war, weil ich es vergessen habe. Es wird demnächst auch mal der Fall sein, dass ich eine halbe Stunde aufnehme und mir dann daraus die 15 Minuten zusammenschneide. Ich denke jetzt, da wir so schnell durchkommen, ich einfach nur... Holy shit. Das muss so. Los geht's. Das muss jedenfalls... Man merkt es gar nicht, oder? Nein, merkt man nicht. Werde ich einfach hier die halbe Stunde aufnehmen und dann halt in zwei Parts teilen. Wenn es irgendwann mal länger wird, schneide ich mir das halt lustig zusammen. Soweit war es zumindest mein Plan. Ich glaube, ich muss jetzt darüber, nicht? Kann ich nicht. Wollen wir mal hoffen, dass es klappt? Geht ein bisschen nach unten. Oh, fuck. So, ich hoffe, das funktioniert. Ja. Ah, fuck. Nein, das funktioniert so nicht. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Kann ich auch nichts machen. Kann ich da was machen? Gut, zumindest weiß ich jetzt, wie ich das benutzen kann. Gut zu wissen. So, heißt, dass ich orange ist da, blau dahin. Kann ich... Das war eins daneben. Ne, hier fliege ich doch viel zu weit. Okay. Jetzt komme ich ja hier hin, aber es bringt mir, glaube ich, nichts. Oder? Nee, das bringt mir halt gar nichts. Außer hier ist zufällig irgendwas, was genau hier drunter geht. Aber ich sehe nichts. Das war komplett useless. Aber egal, alles super. Das kann ein bisschen länger dauern. So, und damit willkommen zur Werbung für meinen Clan. Der heißt M1 Gaming und ja, was soll man groß erzählen? Wir haben einen Clan-TS mit vielen Mitgliedern. Die TS-IP kann ich verlinken. Und viele aus diesem Clan-TS
von meinen Freunden machen dort auch YouTube-Videos, unter anderem auf dem M1 Gaming Channel. Da geht ihr einfach kurz auf youtube.com, lasst das hier laden, je nachdem wie schnell euer Internet halt ist, gebt hier einfach ein M1 Gaming. Hier seht ihr es gleich, M1 Gaming, direkt von mir abonniert. Ja, erkennt man an dem klassischen Profilbild hier, an dem Panda, wo auch M1 Gaming draufsteht, sieht man ja. Zurzeit 157 Abonnenten und 33 Videos. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Wenn man hier einfach drauf drückt, sieht man, hat man jetzt auch schon davor gesehen, aber sieht man es hier auch ganz gut, dass hier so, ja, Rocket League Montagen, Event Streams hochgeladen werden, beziehungsweise gestreamt werden. Auch Tutorials für Rocket League, wie zum Beispiel ein Half-Flip hier. Oder hier die Top 5 Plays of the Week oder Top 5 Shots of the Week, wie es damals noch hieß. Oder vor ein paar Monaten. Ja, so solche XXL-Varianten davon gibt es auch. Und wenn ihr euch dafür interessiert, genauso wie für solche Events, da gibt es auch so gerne solche Tournaments und also Turniere. Und wenn ihr euch halt einfach dafür interessiert, euch das gerne anschauen möchtet oder was weiß ich, könnt ihr aber auch vorbeischauen. Ich habe euch gezeigt, wie es geht. Einfach auf Abonnieren drücken, auf die Glocke drücken. Am besten gleich hier auf das erste Video gehen. Einfach mal liken und einen Kommentar schreiben von wegen mega geile Sache. Irgendwie so. Und dann war es es eigentlich schon. Wie gesagt, TSIP werde ich dann noch einfügen, beziehungsweise unten in die kleine Box mit reinschreiben, damit ihr auch mal auf den TS kommen könnt, mit uns quatschen könnt und so weiter und so fort. Jo, also, das war's mit der Werbung. Bis demnächst.